Hey Gamerinos, ich bin der Martin Bimek mit dem Rune hier im Game. Wieder mal Overwatch, obwohl ich die ganze Zeit nur WoW spiele wegen neuen Addon. Overwatch, darum, weil. Oh, du blöder Sieg, du kommst jetzt nicht näher. Der wobbt mich, ich muss weg da. Der Rune macht nämlich ein unglaubliches Overwatch. Oh, blöder Sieg, er braucht Ulti für mich. Was ist das für ein Wichser? So, macht das erste Schweizer Overwatch-Turnier. Schau euch das mal an. Da verleidet es mir gerade, das Turnier zu teilzunehmen, wenn ich das sehe, da hier, dann lädt sich. So, Rune, erzähl mal, warum bist du auf die Idee gekommen? Also, die Idee war ganz einfach. Wir von der Swisskicks wollten einsteigen im E-Sports-Bereich. Und da Overwatch einer von meinen Lieblingsgames momentan ist, haben wir gedacht, wir machen das Overwatch-Turnier. Ah, gute Idee. Und so ist das zustande gekommen. Oh nein, du blöde Fotzen! Es gibt nur zwei andere Gründe, aber ich darf noch nicht verraten. Also, es hat etwas mit Erotik zu tun? Ja. Ah, das ist okay. Erotik und Overwatch. Also, wenn man auf YouPorn Overwatch eingeht, geht es vorher ab momentan, ne? Das weißt du. Also, ich habe da schon ganz grusige Pornos gesehen. Aber ein ganz anderes Thema, wir sind ja hier noch ganz seriös. Wie bist du zu Overwatch gekommen? Hast du die ganze Zeit mitbekommen? Oder ist es spontan gewesen? Bist du Ego-Shooter-Spieler? Eigentlich gar nichts. Aber ich habe sehr viel Team Fortress gespielt. Und bin sehr einer von denen. Einer von denen. Und als Blizzard das angekündigt hat, vor eineinhalb Jahren ist das schon wieder her. Ja, schon lange. Habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich muss das haben. Und habe mich das natürlich direkt pre-ordert. Wie so viele andere. Ja, genau. Die Schweizer Szene ist noch so ein bisschen klein. Und das ist einfach der Pre-Order, den ich nicht bereue. Ja, das ist ja meistens so. Oh, ich werde hier attackiert. Oh, Salim! Du hast es so ein bisschen gesagt, die Schweizer Szene ist ja noch so ein bisschen klein und so. Was denkst du, kann so etwas? Das wird in naher Zukunft etwas, jetzt aber noch weniger, weil wenn wir Anmeldung für unser Turnier anschauen, ist das eher enttäuschend. Es hat halt auch noch nicht so viele ganze Teams, das kann man schon ein bisschen sagen. Es gibt vielleicht etwa drei wirkliche Haus-to-Haus-Clans, die das spielen. Eines davon ist Silent Gaming, wo ich nicht mal gewusst habe, dass ich keinen einzigen von denen kenne, ja, obwohl ich in diesem Clan bin. Aber ich kenne niemanden von ihnen. Mhm. Aber ist ja gut, wenn so etwas kommt, oder? Die dürfen sich wahrscheinlich auch anmelden. Ich bin frech. Da darf sich jeder anmelden. Gibt es irgendwelche Kriterien, die man erfüllen muss? Nein, man muss Spass daran haben. Und man muss sich getrauen. Ja, das ist meistens ein kleines Problem, oder? Ja, das stimmt, weil ich kann verraten, es hat sich so ein paar professionelle Teams angemeldet. Aha. Ein paar professionelle Teams, okay. Gibt es das in der Schweiz überhaupt? Semi-professionell. Ja, das ist das andere. Aber jetzt gehen wir da mal um. Wir haben die erste Runde verloren. Gottverdammt. Jetzt verlieren wir das noch. Grundsätzlich, wo muss man hergehen, wenn man sich anmelden will? Kannst du noch ein paar Infos dazu geben? In unserem super also, Video. Man kann sich anmelden unter swissgeeks.ch/overwatch. Die Anmeldung geht bis am Freitag 2 September. Mhm. Und das Turnier findet am Samstag statt, am 3. September. Also, das Wochenende hier geht's los. Ja. Aber wir müssen mindestens 48 Leute haben, die teilnehmen. Und das haben wir bis jetzt noch nicht. Okay, also da brauchen wir etwa noch 20 oder so. Etwa. Gut. Ja, das sollten wir herbekommen. Bei der super Overwatch-Gruppe, die es in der Schweiz gibt, tut sich vielleicht der eine oder andere wirklich noch anmelden. Und dann sehen wir das. Gibt es etwas zu gewinnen? Das ist immer so, man muss immer so ein bisschen E-Sport, ja, da macht man nur wegen Geld. Direkt Geld geben wir eigentlich bei den Swisskicks nicht aus. Das ist nicht unser Ding. Aber wir haben noch etwas gesucht, was wir sonst rausgeben könnten. Aber leider gibt
Blizzard keine transferable items. Oder zal gewoon nicht andere Leute gaan übergeben. Also haben wir uns entschieden, um Steam Door zu vergeben. Okay. Schon etwas, oder? Ist doch cool. Mm-hmm. Und jedes Teammitglied vom gewinnenden Team bekommt sehr fangen über in Steam Door haben. Das ist doch etwas. Mhm. Es ist noch schwierig, hier zu gehen und gleichzeitig eine Diskussion zu führen. Ja, das stimmt. Ich muss die ganze Zeit fluchen, aber ich sollte nicht. Das ist so, aber meine Leute hier, meine 80 Abonnenten in diesem Channel, da, die sind schon das gewöhnt. Die abonnieren mich nur wegen dem, dass ich die ganze Zeit fluchen bin. Ui, da geht's, weiss ich mich. Hallo. Oh, da hat er mich schön. Ich habe noch gedacht, ich kann nicht dort mitreißen. Wir sind besser dran als die letzte Runde, ich meine, das mal so frech sagen. Also die letzte Runde ist um einiges besser gegangen. Bei dir vielleicht, bei mir nicht. Also ich bin hier, ich bin im Raum, ich habe 4 Goldmedaillen, ich bin im Raum. Du ja, du machst schon wie. Gut. Oh, they're taking the point, hä? Sorry! Yeah. Oh, schade. Aber jetzt der andere. Oh, schade. Schön, der hier hat es noch gemacht. Ich habe meine gewastet. Das war eine ganz schlechte Ulti von mir. Ja, das ist doch. Ich glaube, die Overwatch-Szene in der Schweiz ist halt schon. Es ist klein, aber irgendwie ist es noch fein. Also, es hat recht einen Zusammenhalt, was ich bis jetzt so gesehen habe. Man sieht schon recht. Auch alles gruppentechnisch, wirklich so ein bisschen, recht viel, es hat die Jungen gegeben, es gibt die Alten. Das finde ich irgendwann noch cool. Es ist halt noch in der Anfangsphase. Overwatch ist erst seit 3 Minuten draussen jetzt. Also man kann noch nicht so viel erwarten. Ja klar. Auch de internationale Overwatch-Szenes. Eerst Overwatch-Turnier van Blizzard zelf, vind ik dat eerst jetzt bald start. Gleich, aber auch mit so Randoms, das ist ja auch etwas Spezielles. Es sind ja nicht eingespielte Teams, sondern sogar in der Schweiz hätte man so können voten. Ja. Alle, die nicht gewotet haben, die Lux sind leider nicht angenommen worden. Kennt ihr ja gar nicht, weil das nicht das ist. Der Lux ist angenommen worden? Ja, der Lux ist angenommen worden. Das ist der einzige, den ich kenne und ich auch schon gespielt habe. Ja, das ist auch der einzige, den ich kenne. Er spielt aber auch gut, muss man wirklich sagen. Der Cape spielt auch viel und gut. Ja. Ja, also Lux, wir sprechen dich an. Du kannst mit diesem super Overwatch-Turnier teilnehmen. Wir machen hier Name-Dropping. Wir erwarten es. Wir erwarten es, dass du Minimum zweit wirst. Nein, eigentlich müsstest du gewinnen. Egal mit was du spielst. Sogar wenn wir mit mir spielen. So. Das wäre aber eigentlich schon fast unfair. Ja, das stimmt, dann vertreiben wir die Leute. Wenn wir da einen nehmen, der irgendwie für die Schweiz darf, da dem Overwatch-Turnier teilen. Lux, du darfst nicht mitspielen. Mal, du darfst mitspielen. Aber unter falschem Namen. Mit Fake-Account. Gibt es das überhaupt schon? Alle sind willkommen, solange sie nicht. Irgendwas. Solange sie nicht treffen. Solange sie nicht treffen, sind sie willkommen. Nein, natürlich nicht. Es gibt ja wirklich so die einen oder anderen, die richtig, richtig gut spielen. Ich finde Totem beispielsweise, der spielt sehr gut. Der Rudeka spielt auch recht gut. Das ist schon ein paar. Nur kennen die Leute wahrscheinlich, die diesen Channel hören. Also ich könnte ja sagen, der DJ Bobo ist ein guter Overwatch-Spieler. Das wird aber der gleiche Effekt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du, es sind alle schon da. Es läuft noch hier. Hey, hey, hey. Salü. Oh mein Gott. Die Farrah, die hat gerade Play of the Game gemacht. Was hat sie gemacht? Hat sie dir ins Gesicht geschossen? Ja, und noch vier andere vom Team. Okay. Ja, wir sind hier hart am Kämpfen. Wir schaffen das. Ich glaube an unser Team. Ich glaube vielleicht nicht ganz so an unser Team. Das sehe ich jetzt gerade. Oh mein Gott. So. Okay, fuck you. Ich habe auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Oh, oh mein Gott! Nein, du blöd, hier kommst jetzt nicht wieder. Doch, da kommt er! Und vorerst auf die neue Overwatch-Map. Ja, also Deutschland ist da hart vertreten jetzt. Oh mein Gott! Ja, Gekko sterben! Ja. Oh, ja, Ulti, jetzt gehen wir sogar rein. Jetzt kommt er gerade, ja, Ulti.
Ja, Eichenwald. Das ist so typisch deutsch. Das tönt schon so. Er wäre Adolf. Oh, das, sorry. Es wäre auch dort gewohnt. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Was sagst du dazu? Also, ich habe die Map schon auf der PTR gespielt und. Ist lustig. Es ist lustig, aber im Defense ist mir ein Vorteil. Weil es gibt so viele Gang und Häusle, die einfach rumstehen und du drum herum kannst laufen. Du kannst dich einfach mega gut verstecken. Und wenn du sie zum ersten Mal spielst in Offense, dann will ich einfach keine Ahnung was machen. In Gegensatz zu anderen Maps. Hey! Oh mein Gott, da kommt wieder da das. Der Hans, der kommt jetzt, wird ja wieder gebufft, oder? Der kommt jetzt wieder so ein Pfeil über, was so dick ist wie ein Baumstamm. Das kann ich nicht verstehen. Das versteht, glaube ich, wahrscheinlich niemand außer Blizzard. Das ist genau May, wo auch alle sagen, sie sind stark. Was passiert dort? Sie bekommt einen Buff. Naja, kann man machen, oder? Balancing kann sehr. Und Blizzard hört auf seine Spieler. Mit Overwatch, was nicht sehr gut ist, aber. Muff. Nochmal ein Puff gehen am Main. Jetzt stirb, du da um mich ruhig, Sam. Gut. Ja, das ist es so. Das ist schon so. Hey, Sully! Hey! Ich liebe es, wenn sie einfach so dastehen für nichts. Hallo! Hey! Und schon! Oh mein Gott, da kommen sie! Tschüss zusammen! Uiuiui! Ui. Ich habe wieder ein bisschen Angst. Ich habe Angst, hilf mir! Ja. Aha. Du, es sieht. Oi! Salü! Es sieht immer so schlecht aus, dass wir da nicht eventuell sogar gewinnen. Ich wollte es noch nicht verschreien, aber. Bleiben wir mal optimistisch. Ich habe meine Ulti noch gezündet. Au! Jetzt geht's ab! Bravo! Also noch ganz kurz alle Informationen. Wo kann man sich melden? Man kann sich anmelden unter swissgeek.ch/overwatch. Wie viel gibt es gewinnen? Das Formular mit Regeln. Ja, die kann ich wieder durchlesen. Gewinnen das Teamgutschein, 60 Stutz gesamthaft. Ist doch genau, für jeden 10. Und alle dürfen mitmachen. Jeder Noob. Wir nehmen alles. Alle dürfen mitmachen. Also. Und das Ganze. Das Ganze wird auch noch kommentiert von dir. Und von irgendjemandem. Das Ganze wird kommentiert werden von einem anderen Swissgeeks Admin, der Xenos. Also, die Fame ist also auch noch real. Ja, also, hey, dann ich wünsche viel Erfolg. Und, ja, danke. Mögen die Spiele beginnen, ne? Ist doch auch schön gesagt. Also, schauen wir mal, wer gewinnt am Samstag.